meine Lieben, ich stehe hier in Frankfurt am Main. Das ist gerade wohl die geheime Hauptstadt Europas. Hinter mir könnt ihr die Europäische Zentralbank sehen. Das ist der Hotspot, denn hier wird alles bestimmt rund ums Geld. Wo geht das Geld hin? Wo kommt es her? Ich weiß es nicht. In den letzten Tagen und Wochen werden mit Begrifflichkeiten umhergeworfen, die ich nicht so richtig verstehe. Und ich glaube, die verstehen wir alle nicht so recht. Deswegen werde ich jetzt dazu die Banker befragen und bin gespannt, was sie dazu zu sagen haben. Kommt mit! Ich habe eine kleine Frage. Nee, nicht so gut drauf? Warum nicht? Darum. Ich weiß warum. Ihr wisst es auch. Darf ich ganz kurz stören? Nein, nein, die Herren haben es eilig. Können Sie mir erklären, was der europäische Rettungsschirm ist? Ja, dass ganz Europa, würde ich sagen, unter einem Schirm ist und da sozusagen Griechenland nicht fallen lässt. Es gibt halt irgendwie zwei, ne? so ein temporärer und so ein permanenter. Und Rettungsschirm. Rettungsschirm. Ja. Natürlich finde ich das auch nicht in Ordnung, dass vielleicht andere Steuerzahler dann, die eigentlich gar nichts mit dieser Situation zu tun haben oder darunter in Anführungsstrichen leiden, ja, oder auch dafür mit einspringen müssen, klar. Aber jetzt heißt es, retten wir die Banken, oder? Nein. Nein? Glaube ich nicht. Es ist so eine Art internationaler Währungsfonds für europäische Länder, ne? Okay, aber das verstehe ich nicht. Was können Sie... Auch nicht. Sie auch nicht? Aber Sie müssen es doch verstehen. Sie haben doch tagtäglich damit zu tun, oder? Also, und zwar würde ich gerne wissen, was der europäische Rettungsschirm ist. Können Sie mir das in einfachen Sätzen erklären? Ja, aber ich muss zum Termin. 10:30. Wir haben keine Zeit. Okay. Ich habe leider keine Zeit. Da kann man nichts machen. Okay, und was ist jetzt der Rettungsschirm? Und der Rettungsschirm ist, wenn der Kapitalmarkt sagt, wir kaufen von Spanien nichts mehr, weil die zahlen ihr Zeug nicht mehr zurück und die sind total, wirtschaftlich am Arsch. Vertrauenswürdig. So, meine Lieben, ich habe es jetzt einfach mal aufgegeben. Die Banker konnten mir nicht helfen. Hinter mir werden die Fenster geputzt, denn nach außen muss alles schön glänzen. Was sich da drin verbirgt, kann ich euch leider nicht erklären. Aber wir werden nicht aufgeben und wir werden weiter auf der Suche sein nach Erklärungen. Und bald erfahrt ihr mehr auf www.duhastdiemacht.de. Also stay tuned!